drei Dianabol-Tabletten und Mascaron besorgen, machst du doppelt so viel und du lässt einfach das Glas. Man muss dann auch Insulin dazu nehmen, um... Ich habe das Propionat so ausgeschlichen. Immer das Intervall verlängert und immer weniger gemacht. Irgendwann war es nur noch 50 jeden zweiten Tag und dann jeden dritten Tag und so, bis ich nichts mehr hatte. Ja. Also das ging auch wirklich alles fast genau gleichzeitig aus. Also ich habe vielleicht da so kein Clomiphen oder so zwei gemacht? Wochen ausgeschlichen und dann fertig. Mhm. Und dann 3 Monate Pause. Und dann habe ich halt immer so typische Cycles gemacht. Vielleicht schon 12 Wochen. Und die sahen halt dann aus, so wie Testo 500 und dann irgendwas dazu. Na, irgendein Steroid. Drei Dianabol-Tabletten. Ach so. Naprosin noch, wirklich aus der Apotheke, ja. 15 Milligramm. Und das war halt dann immer, habe ich halt so 12 Wochen gemacht, das Dianabol nicht die ganze Zeit, sondern nur das Dianabol nur in den mittleren 6 Wochen. Ja, also die 3 Wochen vorher. Genau. Also kein Frontload oder Kickstart oder nee. Immer. 3 Wochen, dann 6 Wochen und dann 3 Wochen und dann wieder halt 3 Monate nichts. Und das habe ich gemacht, bis ich dann mich vorbereitet habe auf Herbstmeisterschaft. Hast du in der Zwischenzeit, wo du quasi nur ausgeschlichen hast und off warst, hast du da nie Probleme gehabt? Nicht ein einziges Mal mit irgendwas. Okay, krass. Ja. Also das würde meiner Logik so ein bisschen widersprechen. Hat man aber früher einfach sehr oft so gemacht, ne? Immer nur ausgeschlichen und dann halt, ja. Momentan machst du es nicht so, ne? Momentan bist du, wenn, dauerhaft und überbrückst, ne? Mit TRT. Ja. Ja. Okay, also. Und dann ging es weiter, Vorbereitung für die nächste Meisterschaft. Und da war halt wirklich brutale Diät. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Das, was ich da genommen habe, war wieder Propionat jeden zweiten Tag 100. Winstrol-Tabletten zum Schluss. Wieder das gleiche Prinzip. Obwohl ich die da ein bisschen länger genommen habe. Da habe ich nämlich, also die habe ich insgesamt 6 Wochen genommen. 4 Wochen vor der bayerischen. Und dann war die deutsche wieder 2 Wochen später. Und da habe ich... konnte ich mir eine Flasche von so Mascaron besorgen. Gell? Eine einzige Flasche, 10 Milliliter. Krass. Und die konnte ich auch dann, musste ich halt so einteilen, dass ich die musste bis zur deutschen reichen. Das heißt, jeden zweiten Tag konnte ich da 100 nehmen. Mhm. Ja? Das heißt, ich hatte 3 Wochen von dem Mascaron. Und vorher das Propionat und halt wieder Clenbuterol, so wie ich es gebraucht habe. Da war ich ein bisschen bescheuert noch, weil da habe ich Clen und Ephedrin gleichzeitig genommen, weil Ephedrin konnte man da ja noch einfach so kaufen. Echt? Ja. Zu der Zeit konnte man noch kaufen? Mhm. Krass. Ich kenne nur diese Canifedrin, die es so beim Tierarzt gab. Gab es damals in der Apotheke? Nein, die habe ich aus USA bestellt. Achso, da war es hier einfach noch legal. Mhm. Achso. Habe ich einfach bestellt, ja, beim Shop vom Art Atwood. die hatten so Ephedrin irgendwas, 25 Milligramm. Und ich sag's dir, ich glaube, da waren 60 so kleine Tabletten drin für $5.34, irgend so ein behinderter Preis. Auf jeden Fall $5. Sehr günstig. Mhm. Und dann habe ich gleich 10 bestellt, dann kamen die bei mir so an. Der Art Atwood, der jetzt tot ist, also hohen Frieden, ja, hat da so angekreuzt auf dem Zollschein Gift, das ist schon geschenkt. Und dann, wenn man das so schüttelt, hört man ja das Rascheln und so. Dachte ich mir, lustig, dass das hier angekommen ist. Gell? Auf jeden Fall habe ich das bestellt. Und da habe ich auch noch bestellt, so transdermales 4-Androstendion. Kennst du das noch? Was ist das so? So ein Prohormon. Anders. Aber ist das nicht... ich habe es gerade mit Arimistan verwechselt. Das ist kein Aromatase-Hämmer. Ne? Nee, das ist dieses, so ein Prohormon, was dann irgendwie umgewandelt wird und so. Androstendiol, ich glaube Diol, ja, das habe ich bestellt für so transdermal, ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat, das habe ich mal zwischendurch genommen, da hatte ich 2 Flaschen, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat, aber auf jeden Fall nicht.
habe ich eins gemacht. Und das hast du auch in der Prep gemacht noch? Nee, das war eines von den Off-Season-Dingern. Okay, gut. Das war nur lustig. Ja. Wie ist die Prep für dich ausgegangen das Jahr? Ich habe die Bayerische gewonnen wieder, Gesamtsieg. Und dann habe ich die Deutsche auch gewonnen, den Gesamtsieg. Junioren noch? Mhm. Also es war ganz cool. Ich war aber so hart, dass die Leute da gesagt haben, dieses Mal... War das das, wo du leichter warst? Ja. Du warst fast 10 Kilo leichter als das Jahr zuvor, ne? Pass auf, bei der Bayerischen war ich 83. Mhm. Bei der Deutschen war ich dann 86. Das war schon besser? Weil bei der Bayerischen dachte ich noch, man muss unbedingt Lasix nehmen. Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Hast du entwässert für deine Wettkämpfe? Pass auf, der Alex hat entwässert immer mit Lasix. Mhm. Aber bei dem hat es funktioniert. Und der hat mir einfach gesagt, wie ich das auch machen soll. Und ich habe das halt nachgemacht. Aber mich hat es halt voll zusammengehauen, weil ich war schon so hart. Und anscheinend war er mehr so ein Typ, der halt mehr Wasser hält. Er konnte halt am Tag vorher beim Aufladen jeweils eine Lasix nehmen, also 20 Milligramm, zwei. Ja? Und dann am Morgen vom Wettkampf noch eine Lasix. Ja? Und dann war er prall und sah richtig geil aus. Gell? Aber ich habe das gemacht, Alter. Ich bin richtig so... Einfach weg. Ja, also ja, brutal. Lasix ist auch ultra fies, ne? Mhm. Du nimmst das und eine halbe Stunde später gefühlt fängst du an zu pissen und es hört nicht auf. Genau. Ich habe einmal Lasix genommen, auch, das war bei mir auch nach meinem Wettkampf, ne? Wie man das macht nach dem ersten Wettkampf, viel zu viel essen, Wasser gezogen und so weiter. Und ich musste zur Arbeit und ich hatte irgendwie 5 Kilo zu viel Wasser und vor allem im Gesicht. Und dann habe ich eine Lasix genommen. Ich habe es fast nicht bis zur Arbeit geschafft, weil ich so eine halbe Stunde Weg hatte. Ich hatte fast in die Bahn gepisst. Bin bei der Arbeit aufs Klo und ich bin einfach eine Stunde auf dem Klo geblieben, weil immer wenn ich fertig war mit Pinkeln, habe ich gemerkt, ich muss wie. Und ich bin einfach sitzen geblieben, habe eine Stunde lang gepinkelt und bin wieder aus dem Klo raus und ich sah einfach aus wie ein anderer Mensch. Also ist brutal. Ich habe in der Stunde 5 Kilo ausgepisst oder so. Also, aber das waren, glaube ich, 40er. Ja, vielleicht, ich glaube, bei mir waren es 20er. Auf jeden Fall. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Aber es war auf jeden Fall krass. Das war das erste Mal, wo ich das genommen habe. Da dachte ich so, holy shit, das kann nicht gesund sein. Muss ich aber dazu sagen, war ganz krass, ich hatte nie, und zwar noch nie, in meinem Leben ein Problem mit Krämpfen. Mhm. Ich habe nichts gesoffen, gell? Kein Salz gegessen, das Lasix genommen. Ich habe mich nur ein bisschen komisch gefühlt. Ja, also, weil du bist Blutdruck halt, ist wahrscheinlich weg. Du bist halt nicht energetisch gut drauf hinter der Bühne, wenn du da platt bist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich hatte nie ein Problem mit Krämpfen, gar nichts. Gell? Und war noch keinem einzigen Wettkampf. Dann habe ich den Bernhard Schuber getroffen und habe gemeint, hey Bernhard, hinter der Bühne bei der Bayerischen, ich brauche Hilfe, glaube ich. Gell? Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe das und das gemacht. Dann hat er gemeint, pass mal auf. Du beim nächsten Mal, beim Aufladen, machst du statt 300 Kohlenhydrate oder 500, machst du doppelt so viel, also in 2 Wochen, und du lässt einfach das Lasix weg. Habe ich dann gemacht, dann war ich 3 Kilo schwerer und sah einfach viel besser aus, noch härter. Ich war härter als wie bei der Bayerischen, weil meine Muskeln halt noch mehr gegen die Haut gedrückt haben. Ja? Und ja, dann habe ich da die Deutsche gewonnen. Was lernen wir daraus? Ne? Der beste Trick zum Hartwerden ist einfach kein scheiß Fett an seinem Körper. Genau. Hatte ich vorher schon nicht. Ich hatte ja wirklich null Fett. Ich weiß noch, in dem Wettkampf davor haben die ja gesagt, ja, ein bisschen Definitionsprobleme. Im Backstage bei beiden Meisterschaften haben die zu mir gesagt, hey, wenn das vorbei ist, dann isst aber schon mal wieder was, gell? Also, die haben sich Sorgen gemacht. Wirklich, die haben sich Sorgen gemacht, weil ich so krass ausgeschaut habe. Und ja, auf jeden Fall, dann ging es weiter, ich erstmal wieder Pause gemacht nach dem Wettkampf und in dem Jahr danach, komischerweise, hat es dann schon angefangen, dass ich keinen Bock mehr hatte, diesen Scheiß zu nehmen. Mhm. So, ich muss sagen, die ersten, da wo ich noch im Heim war, so mit 17, 18, da habe ich mir gedacht, jedes Mal, wenn ich irgendwas nehmen muss, dachte ich mir, boah, cool, Mann. Und da hat es dann schon angefangen, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte. Kennst du es ja. Seitdem bist du nett hier, ne? Ja, genau. Okay. So wie der Mike. auf jeden Fall habe ich dann mir gesagt, okay, dann mache ich halt jetzt so in der Off-Season
Da warst also die deutsche ist immer im November ungefähr und dann ich weiß nicht mehr, kann nicht mehr genau sagen, da wo es wieder warm geworden ist draußen, habe ich angefangen 500 Teste zu nehmen. Und zwar jeden fünften Tag einfach 500. Also ein bisschen mehr, also 600 irgendwas die Woche. Nein, jeden fünften Tag 500 ist genau 700 in der Woche. Ja, also ja, logisch. Ja. War ganz schwer zu rechnen hier, 500 durch 5 mal 7. Oder nee, pass auf. das war die nächste Stufe. Da habe ich 500 in der Woche genommen. In der Woche, genau. Und ich habe das so dosiert. Es wird ein sehr langes Video, aber wir machen das. Ja, es muss ja auch richtig so sein, weil die interessanten Überleg mal, wie lang das her ist alles. Ja? Ich habe da 500 in der Woche genommen. Ich wüsste das gar nicht mehr alles. Doch, ich weiß das noch. Aber es war noch ein bisschen viel. Ja? 500 in der Woche, da ging es mir nicht so. Da habe ich dann einfach auch ein bisschen länger genommen, muss ich sagen, bis es dann Zeit wurde für Vorbereitung. Und da hat der Bernhard und alle da im Studio in Augsburg haben zu mir gesagt, pass mal auf, du machst jetzt bei der Weltmeisterschaft mit. Nicht so, Weltmeisterschaft, solche Idioten. Ja, und dann dachte ich mir so, irgendwann war dann so, ja, du machst jetzt bei der Weltmeisterschaft mit. Und dann dachte ich mir, ja, okay, wenn die das alle sagen, mach ich halt bei der Weltmeisterschaft mit. Gell? Ist ja logisch. War mein letztes Juniorenjahr. Und dachte ich mir, ja, wenn es jetzt die letzte Chance ist, dann mach ich halt bei der scheiß Weltmeisterschaft. Und dann ging es los, weil man musste ja clean sein. Mhm. 5 Monate vor dem Wettkampf durfte ich keinen Enantap mehr nehmen. Und für die Leute, die das nicht wissen, die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft sind quasi bei der IFBB damals, ne, beziehungsweise heute ist es IFBB Elite, glaube ich, ja, sind quasi die einzigen Wettkämpfe, die getestet werden. Damals konnte man da aber noch eine Profikarte gewinnen, ne, bei den Männern zumindest. Bei den Junioren auch, weil der Daniel Hill hat eine gewonnen. Stimmt, im Jahr davor. War der jüngste IFBB-Profi der Welt, glaube ich, ne? Zu der Zeit. Aber der allerjüngste, der jemals eine Profilizenz gewonnen hat, heißt Shane DeMora. Der hat mit 19, ich glaube, eine North Americans oder so. Oder aber das war danach, oder? Nein, das war davor. Achso, okay. Aber er war der jüngste zu dem Zeitpunkt, aber hat es halt so aufgespielt, als ob er der jüngste überhaupt wäre. Okay. Aber er war der jüngste zu der Zeit. Mhm. Auf jeden Fall musste ich dann mit dem Enantat raus und konnte nur noch Propionat nehmen. Dann war mein Cycle Propionat jeden zweiten Tag 100 und dazu... Wir nehmen hier auch gerade einfach noch die IFBB komplett raus, ne? Und dazu Boldenon. Und da habe ich mich in Boldenon verliebt. Das ist ja vom Ester eigentlich noch viel, viel länger als das Enantat. Boldenon, ich glaube, da habe ich 400 in der Woche genommen und 350 Testo, also auch jeden zweiten Tag 100. Und da muss ich sagen, ungefähr 4 oder 5 Monate vor dem Wettkampf konnte irgendein Kumpel von mir Norditropin aus der Apotheke besorgen. Also richtig deutsches, gell? Mhm. Und ich konnte mir leisten... Ich wollte gerade sagen, das wird ja zu dem Zeitpunkt schon finanziell Problem. Scheiß teuer war das, gell? Aber ich hab mir irgendwie so Geld auf die Seite geschafft, gell? Und dann konnte ich mir leisten, an einem Tag 3 Milligramm, 0,3 Milligramm, eine Einheit, ja, und am nächsten Tag 0,45, also 1,5, ja, und das konnte ich mir leisten und das habe ich durchgezogen, ja, so ungefähr 4 oder 5 Monate. Weißt du noch, wann du das genommen hast? Hast du es zur Fettverbrennung versucht einzusetzen, vom Cardio oder so? Morgens nüchtern, ja, wenn ich nur eine Einheit genommen habe und wenn ich... Und dann hast du Cardio gemacht? Genau, und also in der Vorbereitung dann, ja, und die 0,5 war dann nach dem Training, okay, an den Tagen, ja. Ansonsten nur morgens nüchtern. Hast du davon direkt, hast du was gemerkt davon? Es hat sich so eingeschlichen und das Endresultat, also ich merke, es hat wirklich, diese Plastizität ist so gekommen mit der Zeit, gell. Und das Resultat war dann, dass ich in dem Jahr davor, wie gesagt, bei der Deutschen 86 war und dann beim Wiegen bei der WM 100,5. Aber ich habe auch wirklich ein Jahr durchgezogen,
so brutal wie jetzt halt. Ja? Also du hast aber auch ein Jahr lang quasi ohne Pause durchgeballert? Nein, ich habe Pause gemacht nach der Deutschen. Und also wie lange war zwischen der Deutschen, war ein Jahr zwischen der Deutschen und der WM? WM, Deutsche war im November, also ein halbes Jahr hast du dann quasi durchgängig. Naja, ein bisschen länger, ich sag mal so 8 Monate mindestens. Okay, acht aber das war deutlich länger als die Cycle, die du vorher gemacht hast. Ja, genau. Okay. 8, 9 Monate war durch, ja, obwohl die ersten waren ja nur 500 Testo in der Woche. Mhm. Ja. Aber dieses, dann die Off, das Ende von der Offseason, so die 1, 2 Monate und dann die 3 Monate Diät mit dem Wachstumshormon, da, das hat man schon gemerkt, ja, also wirklich. Obwohl das so, muss man überlegen, 1,25 Einheiten pro Tag, aber das war halt aus der Apotheke, fertig, gekühlt mit so einem Pen und alles mögliche, ja. Das hat reingehauen, weil die Leute immer denken, sie müssen da 10 Einheiten nehmen oder sowas, ja. Und das war brutal. Und ich muss überlegen, ob ich da... Ja, jetzt kommt's. Ich habe da auch schon Insulin benutzt. Okay, weil das wäre so meine nächste Frage. Wann ist das gekommen? Wo das Wachstumshormon gekommen ist, dachte ich mir, okay, Mann, es ist ja, ich habe mich auch ein bisschen informiert dann schon, ja. Dachte ich mir, man muss dann auch Insulin dazu nehmen, um möglichst viel aus diesem Wachstumshormon rauszuholen. Ja? Meine Vermutung ist, dass du ja nachher netto durchs Insulin wahrscheinlich deutlich mehr hattest als von... Ist mir scheißegal. Von der einen Einheit. Ja. Auf jeden Fall habe ich halt immer, ich habe 2-mal am Tag trainiert. Ja? Und nach jedem Training gab es 100 Kohlenhydrate Shake und dementsprechend halt 10 Einheiten Insulin dazu. Aber nicht das ganz schnelle, sondern, also nicht das Novo Rapid, sondern das Novo 1 davor. Pakt Rapid. Genau, also das ist genau das... Das 5 Stunden ungefähr. Ja. Und ja, das habe ich dann genommen, aber nicht lang. Also das Ende von der, wie gesagt, so lang wie das Wachstumshormon war, vielleicht 2 Monate. Mhm. Ja, also wie die Off-Season noch ging. Das habe ich dann weggelassen bei der Diät, logischerweise. Und dann, die Diät sah dann so aus, dass ich Propionat hatte. Der hatte ich ja vorher schon. Da musste ich das Boldenon weglassen. Die erste Zeit war dann nur Propi. Die letzten 6, also wieder nur 100 jeden zweiten Tag, ja? Plus diese eine Einheit Wachstumshormon. Und die letzten 6 Wochen Winstrol, 3x5. Und das musste ich dann auch 2 Wochen vorher weglassen. Auch das Testo. Ja. Und dann gab es nur noch diese Andriol Testo Caps. Caps, die. Ja, mit dem Undecanoat drin. Konntest du die vom Magen her ab? Kein Problem. Ich hatte auch die ganze Hunger dann. Also das ging dann. Ja. Okay. Ich kenne ganz viele Leute, die davon Todesrot drin kriegen und so. Hatte ich gar nichts. Auf jeden Fall. Die habe ich in der Früh. Ich bin aufgestanden, Wachstumshormon, 1 Stunde Cardio, Frühstück. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie viele von den Tabletten, ganz ehrlich, von den Kapseln, weiß ich nicht mehr. Dann habe ich die genommen, trainiert, in die Uni, nach der Uni nochmal trainiert, wieder 1 Stunde Cardio gemacht, ins Bett gegangen. Ja. Das habe ich durchgezogen und dann bin ich halt Weltmeister geworden. Nach der Weltmeisterschaft habe ich auch... Kurz Weltmeister gemacht. Genau. Nach der Weltmeisterschaft, jetzt pass auf, da gibt es ein paar lustige Geschichten. Dann eine Woche später war die Deutsche. Dann habe ich gesagt, oh, die mache ich auch noch. Und der Bernd auch, ja, die machst du auch noch, gell, da gewinnen wir auch noch. Dann hast du 2 deutsche Meistertitel und so, gell. Und dann im Bus, wo wir zurückgefahren sind, vom Hotel zum Flughafen gefahren sind, ist dann jemand hergekommen von DBFV. Er hat gemeint, hey, ich habe gehört, du willst die Deutsche noch machen. Ich so, ja, geil, oder? Es wäre besser für dich, wenn du es nicht machst. Ich so, wieso? Ja, es wäre besser für dich. Und ich so, ah, okay, ich glaube, ich verstehe. Und dann hat auch der Bernhard gesagt, ja, also, tut mir leid, aber ich glaube, mach das lieber nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, habe ich verstanden, den Wink mit dem Zaunpfahl, ja. Und dann habe ich halt auf der Deutschen bloß einen Gastauftritt gemacht. Mhm. Und der Typ, der die Junioren gewonnen hat in 2009, im Herbst, kam dann zu mir und hat gemeint, hey, gell, danke, dass du nicht mitgemacht hast und so, gell. Nein, ich bin so ein bisschen loser, Alter. Ja, auf jeden Fall. Da, ja, so war das. Hättest du nicht da schon die Pro-Card kriegen müssen? Theoretisch hätte ich sie beantragen können.
und auch kriegen müssen, weil ich Präzedenzfall mit dem Daniel Hill. Aber ich habe es nicht gemacht. Das war meine erste Profilizenz, also Profilizenz, die ich nicht genommen habe. Weil ich habe mir gedacht, oh Mann, was mache ich dann? Ich wiege 100 Kilo, bin 1,80. Was geht in deinem Kopf ab? Wie kann man die nicht annehmen? Also 2 Jahre war richtig, war beschissen, frustriert einfach. Vorbereitung für die Arnold Classic 2013. Jede Woche 500. Und dann dachte ich mir, okay, also so chemisch überhaupt nichts.